Also ihr seht, sieht eigentlich einem deutschen Kaufland sehr ähnlich. Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen YouTube-Kanal auf meinem Video und auch Dzień dobry an die polnischen Kollegen, denn wir sind heute hier in Polen, ich kann euch mal bei Google Maps zeigen, wo ungefähr, und wir gehen heute hier ins polnische Kaufland, ja, der Laden, das ist ja eine deutsche Kette, aber wir sind heute wie gesagt in Polen und werden hier in Polen mal ins Kaufland gehen. Ich zeige euch ein paar Süßigkeiten, ich zeige euch, ob hier die Inflation zugeschlagen hat, wie der ganze Laden so ein bisschen aussieht. Einfach mal so, ich feiere es einfach in anderen Ländern so in den Supermarkt zu gehen und da einfach alles Mögliche sich anzugucken, 2-3 Stunden Zeit zu lassen, zu shoppen, zu gucken, was gibt es da für Süßigkeiten, wie leben die Menschen einfach so, ne? Also alles Mögliche. Klar, Süßigkeiten ist natürlich die spannendste Abteilung, so, aber auch so schon, wie viel kostet der Reis, wie viel kostet das Öl, so, ne? Und gerade Kaufland lässt sich sehr gut vergleichen, weil die haben teilweise Kaufland-Produkte auch, aber dazu dann gleich mehr. So, gucken wir mal, ob hier auch das deutsche Geld, ne? Geht natürlich nicht. Hier seht ihr eine riesige Abteilung. Die Obst- und Gemüseabteilung. Fresh auf jeden Fall und groß. Also ihr seht, sieht eigentlich einem deutschen Kaufland sehr ähnlich, riesiger Laden, ne? Diese Realverhältnisse. Freunde, schaut euch das an. Hier gibt es einfach Kräuterbaguette. Schon fertig, also Knoblauchbaguette in dem Fall. 50 Cent, kann man nichts sagen. Müllermilch in Polen sieht auch ein bisschen anders aus. Okay, die sieht jetzt relativ normal aus, aber hier zum Beispiel Kakao. Es wird dann, ne, an die Kunden in den anderen Ländern angepasst, wie die eher das mögen. Finde ich interessant sowas. So Leute, hier haben wir den aktuellen Butterpreis, 7 Zloty. Und das ist ja diese, die wir auch in Deutschland haben, ganz normal. Aber bei uns in Deutschland, Butter hat immer 250 Gramm, hier 200. Wir haben das vor ein paar Jahren runtergeschraubt. Wir sind jetzt hier bei der Milchabteilung. Ihr seht hier, ne, Milch von Kaufland Classic. Also gibt es ja bei uns ganz normal in Deutschland auch ultra hoch erhitzt. 2,89. Ja. Das heißt, wir sind hier bei ca. 60 Cent oder so. Ich finde, ja, also da merkt man noch nicht so, also ich weiß halt nicht, wie die Preise vorher in Polen waren, aber so 60 Cent für Milch geht fit, das, so viel hat es bei uns vor der Inflation gekostet. Aber bei Butter zum Beispiel ist, glaube ich, schon auch teurer geworden auf jeden Fall. Wir gucken uns gleich mal Öl an, wie viel hier Öl kostet. Ah, was sehe ich denn da als deutscher Tourist? Puddingpulver, jawohl, hier findet man sich zurecht. So Freunde, jetzt haben wir hier die erste Empfehlung. Ptasze Mleczko, jeder Pole wird es kennen. Vanillejowe ist quasi der Standardgeschmack. Komm mal kurz hier hin und film mal, das ist ganz legal. Es gibt mittlerweile aber ganz viele. Hier haben wir Strawberry Shake, ist auch sehr, sehr geil. Feier ich, kann man ins Gefrierfach auch machen und dann so eine Art Eis essen. Wie gesagt, Vanille ist der Standardgeschmack. Hier gibt es Karamell, kenne ich selber noch gar nicht. Dann Vanille mit Zartbitter, Zitrone, Zitrone auch lecker. Dann gibt es hier das Ganze nochmal von Milka auch. Zum Beispiel hier mit Karamell gefüllt. Ich persönlich finde Ptasze Mleczko besser, aber es gibt auch Leute, die feiern Milka. Und was ich jetzt ganz frisch neu gesehen habe, wirklich, das gibt es erst seit kurzem, einfach Eigenmarke von Kaufland hat das jetzt auch nachgemacht. Einmal Zitrone, einmal Vanille, finde ich richtig interessant, weil Kaufland ist ja auch, sage ich mal, so ein deutsches Unternehmen. Und trotzdem haben die hier ihre polnische Abteilung, die dann die polnischen Produkte fälschen. Finde ich richtig geil. Hier übrigens wieder Schokoküsse, ne? Also mit knackiger Schokolade. Manche Packungen und so werden gar nicht übersetzt, die werden einfach so hier importiert und wahrscheinlich einfach dann ein polnischer Sticker drauf gemacht oder so. Ja, beziehungsweise hier steht es dann einfach auf allen Sprachen drauf. Aber deswegen steht dann hier trotzdem Schokoküsse. Alles auf Deutsch. Ja, also so viel zur ersten Empfehlung. Ptasze Mleczko sollte jeder mal probiert haben. Richtig geil, das ist so, einfach so, ihr seht es ja hier, das ist so. So knackige Schokolade drumherum, in der Mitte so eine sahneartige, also nicht Sahne, sondern so leicht gummihaft sogar, würde ich sagen. Und dann knackt das schön und schmeckt einfach richtig geil. Das ist auch einfach meine Kindheit, so immer bei den Großeltern gegessen. Ja, dann gehen wir jetzt mal weiter und ich zeige euch die nächsten Sachen. Genau, wir haben hier nämlich jetzt ein neues Regal mit solchen, ja, Waffeln. Und die Waffeln sind bekannt vor allen Dingen in Polen, aber auch in Griechenland. Wir haben hier zum Beispiel, die heißen zum Beispiel Grätzki, die kenne ich jetzt nicht so gut, weil das heißt dann quasi griechische Waffeln. Meine Empfehlung jedoch ist Prinzipolo, ja. Prinzipolo, auch ein Klassiker in Polen.
So sieht's aus. Das ist jetzt die kleine Version. Ich finde die kleine Version die beste, weil da habt ihr quasi eine richtig geile, ich sag mal, ihr habt mehr Schokolade auf weniger Riegel. Weil wenn ihr jetzt die größere nimmt, es gibt auch so größere Größen, da habt ihr dann quasi, ja, das schmeckt, also es schmeckt gleich ähnlich, aber die kleinen sind wirklich da die besten. Und dann haben wir noch, boah, hier sehe ich gerade eine neue Sorte von Prinzessa, auch eine Marke von Nestle quasi, aber sehr lecker. Da haben wir Summer Edition Pink Pina Colada. Nur von denen wirklich, jetzt gibt es die hier nicht, aber die sind eigentlich richtig geil. Das sind solche Zebra heißen die, boah, die kann ich übelst krass empfehlen. Dann Kokos ist auch unnormal. Dann gibt es jetzt auch relativ neu, aber gibt es auch schon länger, hier die mit Milchschokolade. Das ist dann quasi das gleiche wie Principolo, nur Principolo ist quasi dunkle Schokolade. Trotzdem, die sind auch sehr, sehr lecker. Also generell hier so in diesem Bereich, also in diesem Regal, kann ich euch sehr viel empfehlen. Also einfach mal durchprobieren. Die Gretzky zum Beispiel, die habe ich selber noch nie probiert, aber kann man auf jeden Fall auch mal machen. Also ich denke mal, ich nehme mir mal ein paar mit heute. Wir sind jetzt hier in der Dorito-Abteilung und also sonst alle Geschmäcker, die man hier so sieht, die haben wir auch in Deutschland. Aber Sweet Chili, auch eine Empfehlung, auch sehr lecker, mal was anderes und die gibt es hier wie gesagt. Da nehmen wir auch eine Packung mit. Was ist mit Big Pack Hot? Film mal, dass ich getroffen habe. Mach jetzt mal so ein Dab, das kommt bestimmt richtig gut. Freunde, hier kommen wir nochmal in eine Abteilung, die wird viele interessieren, Cheetos. Da muss ich aber sagen, das sind irgendwie keine klassischen Cheetos. Die haben einfach die Marke Cheetos irgendwie genommen und daraus, glaube ich, eigene Kreation gemacht, die es so in anderen Ländern gar nicht oft gibt. Ich weiß es aber nicht genau. Hier gibt es zum Beispiel so Ketchup und hier so Flips und hier so Onion Rings. Die Onion Rings sind ganz geil, die hatte ich einmal. Aber so richtig Original Cheetos sind ja längliche, harte Chips, die so crunchy sind, und das haben die hier alles gar nicht so richtig. Das sind zum Beispiel auch wieder so, das sind dann so Dreiecke nach Pizzageschmack. Also, aber diese Original Cheetos, ich blende sie euch hier einfach ein, diese länglichen, diese Tornado-mäßigen, die gibt es hier gar nicht. So, jetzt haben wir hier Öl, und wisst ihr, was das Spannende ist? Hier steht wieder auf der Packung Sonnenblumenöl, aber hier steht Olej Svonečnovy oder Svonečnikovy. Wir sehen, kostet 9,49 €, also 2 Euro. Das heißt, es ist tatsächlich günstiger insgesamt immer noch als in Deutschland. Also um 2 Euro, weil in Deutschland mittlerweile der Liter Öl 4 Euro, hier 2, beziehungsweise 2,10, 2,20. Und da kann man einfach nur sagen, das hat hier nicht so zugeschlagen. Und das Krasse ist aber, bei uns hat ja früher der Liter Öl 1 Euro gekostet. Hier schon immer 2 Euro, also hier hat keine krasse Inflation stattgefunden. Soweit ich weiß, für 8,99 € so und jetzt 9,49 €, also so 10, 15 Cent teurer. Ja, insgesamt die Inflation hat hier auf jeden Fall zugeschlagen. Die Polen werden es merken. Aber für uns aus Deutschland sind es quasi jetzt erst die deutschen Preise, so kann man sagen, bei vielen Sachen. Viele Sachen, Butter oder so, ist dann auch krass in die Höhe geschossen, Fleisch und so. Aber so vieles ist halt jetzt erst bei den deutschen Preisen angelangt, wobei es bei uns dann wiederum wieder ein bisschen teurer geworden ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Also so viel zur Inflation. Hitkekse gibt es bei uns auch vereinzelt. Hier aber gibt es ganz viele Salty Caramel. Oh, shit. Hier ist Pina Colada. Die haben irgendwie richtig viel mit Pina Colada, wobei ich mir das gar nicht geil vorstelle. Dann, was haben die hier noch? Margarita Strawberry. Dann haben wir hier natürlich die Standarddinger, Vanille, Schoko auch. Aber Hit auch hier ein großes Ding. Hit aber nicht so ganz mein Fall. Aber es kann man hier auch viel kaufen. Dzień dobry. So Freunde, wir waren jetzt einkaufen. Wir haben, glaube ich, so um die 40 Euro ausgegeben. Ich habe ein paar Sachen gekauft, die ich euch gezeigt habe. Ein paar Sachen noch, die ich mir einfach so gekauft habe und so. Und ja, wir haben ein paar Sachen unserer Familie und so mitgebracht. Kennt man ja. Und wie gesagt, Kaufland, ich fand's geil. Der Laden an sich relativ Standard, er war jetzt nicht überkrass besonders oder so. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn ich so in anderen Ländern auch so Supermarkttouren mache. Ob euch das interessiert oder nicht, wie ihr Bock drauf habt. Und dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich für das Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.